brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie weiß, was hier abgeht und ich hab es nicht gecheckt. Ich tanzte mit einem Vampir das Bett. Was ist denn hier schon wieder los? Buffy hat verbotene Wörter benutzt, als sie eine Frage gestellt wurde. Lehrerin hat sie wirklich schockiert. Ah, ich weiß, was passiert ist so. Und was für Vogelarten leben noch am Meer? Herr Lehrer, ich weiß es! Ja, Buffy? Mösen! 100 pro! Woher sie das nur hat? Ich weiß es wirklich nicht. Oh nein, das ist ja wirklich eine Strafe fällig. Das sind doch nur Wörter. Zwei Sachen. Erstens. Die Mehrzahl von Wort ist Worte, liebes EA-Entwicklerteam. Das stimmt, das triggert mich auch. So. Wobei, ist das ja Wörterbuch? Eben nicht. Das heißt normalerweise Wortebuch. Aber es ist ein Eigenname geworden, deswegen ist Wörterbuch in Ordnung. Aber ein Wort, zwei Worte. Nicht. Wörtliche Rede war früher auch mal wortliche Rede. Es klang nur so komisch, dass man gesagt hat, das macht man nicht. Ist auf jeden Fall kacke. So, zweite Sache. Aber von den gleichen Strafe fällig. Tut mir leid. Tut mir leid, ich hätte dem Kind eventuell nützliche Sachen beibringen sollen. Und ist das Schmodder auf deinem Mauspad? Hier? Was ist das da? Das ist der Essensrest. Naja, schieb sie einfach zu denen da links rüber. Nein! Okay. Wow. Nein, nein, nein. Das war Pesto von heute Mittag. Mhm. Und hier hat Brigitte drauf rumgekratzt. Na gut. Die Mausbretter wurden vertört von Tatze. Jetzt. So, Manieren sinken ist mir sowas von egal. Das Kind deckt immer den Tisch. Also die Manieren sind... Ja, die Empathie steigt, das ist voll in Ordnung. Den wir uns nicht gekauft haben. Guck, hier Manieren sind ja eh schon recht weit oben gewesen. Verantwortung voll gut. Alles andere ist in Ordnung. Und wenn sie jetzt noch ein paar Mal den Tisch gedeckt hat, dann ist das absolut kein Konfliktlösungspotenzial verhalten. Ja, dann müssen wir mal gucken, was können wir dann da machen. Sim können die Konfliktlösung positiv beeinflussen, indem sie sich entschuldigen oder versöhnliche Argumente vorbringen. Dafür müssen wir aber erst Scheiße bauen. Eltern können ihren Kindern auch beibringen, Entschuldigung zu sagen. Der Versuch, schlechte Beziehungen zu verbessern, hat ebenfalls die Konfliktlösung. Oh mein Gott, ja, dann bringen wir da jetzt. Was? Wo? Boden. Oh, ist der süß, aber nicht kaputt machen. Nein. Oh, der hat ganz viel Staub an sich, der ist so richtig sad, so. Wo bin ich? Das ist so ein Stinkekäfer. So ein dicker, schwarzer. Kleiner, dicker, schwarzer. Kleiner, dicker, schwarzer, weil das ist rassistisch. Das ist der ganz normale Staubkäfer. Ui. Lass sie nicht rausfallen. Vorsicht, die können fliegen, Franz. Quatsch, die fliegen nicht. Doch, die können wirklich fliegen. Ich habe das schon gesehen. Die gehen richtig ab. Ja. Ich schmeiß ihn raus in die Kälte. So, hier, ich habe jetzt mal meinen Wohntätigkeitsstream gleich vorbei, hoffe ich doch, während ich Wohntätigkeitsstream und gleichzeitig selbst eine Geschichte erzählen. Läuft bei mir. Warum bin ich so traurig? Weil ich unberechenbar bin. Ich habe 1 Million Follower dazu gewonnen. Ja, läuft halt. Ich habe meine 25.000. Okay, jetzt muss ich lustige Dinge angucken. Was ist los? Zuschauen. Wo ist jetzt der Dude? Das ist der Dude, ist das? Warte, wie ich mal angucken. Wer ist das? Advik Venkataraman. Was? Was für eine Geschlechtskrankheit? Advik Venkataraman. Unsere Haushaltshilfe hat den Namen meiner Geschlechtskrankheit. Ui, dann fasse ich sie definitiv nicht an. Wie heißt sie? Advik Venkataraman und ich glaube, es ist sehr männlich. Aber Katamaran ist ja klar, ne? Ist das ein besonderer Katamaran? Wieso wischt er da? Da war doch gar kein Trick. Denkst du. Deswegen ist er ja da. Und ich finde es schön, dass wir eine männliche Haushaltshilfe. Hey, Isabel, ich bin 12 Jahre alt. Guck ja an deine Videos. Ich fände es toll, wenn du in unserer Gruppe die Abtrünnigen beitreten würdest. Was sagst du dazu? Nein, na klar. Danke, Kevin. Ich dachte, okay. Er wollte sich zu einer Abtreibung überreden. Ich habe es nur überflogen. Die Abtrünnigen. Gut. Abtrünnigen. Ui. Die kleine Mann. Dann komm, die kleine. Der will schon wieder schlafen gehen. Dann lese ich dem jetzt eine Geschichte vor. Vielleicht bleibt er ein bisschen mein länger Sohn. Im Bett. Mein Boy. Der war doch
Boy. 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 Wir hätten einfach Boy nennen sollen. Ja, aber da, damals war das God of War noch nicht draußen. Ja, ja, eben, das, da wussten wir das noch nicht. Sonst hätten wir immer sagen können, Boy. Sein Spitzname, nicht Benny, sondern Boy. Boy. Hm. Benjamin Boy. Benjamin Boy. Wie heißt er mit Nachnamen? Er hat deinen Nachnamen bekommen, Fresh. Benjamin Boy Fresh. Oh, dann hätten wo wir, hat er denn den ganzen... Wo ist, was ist denn was? Aber ganz ehrlich, ist doch viel, viel cooler, hätte er dann in den Formularen für die Behörde oder sowas, ich sehe dann Fresh, Boy. Dann so, Fresh Boy, bitte Schalter 3. Also, yeah, Ladies, ich bin der Fresh Boy. Der Fresh Boy. Du bist der Fresh Friends, er ist der Fresh Boy. So läuft das. Oh, Boy. Ich habe mich jetzt ums Kind gekümmert. Oh Boy, das ist mein Name. Wie? Boy. Oh Boy. Das ist mein Name. Wie? Boy. Oh Boy. One eternity later. Okay, ich muss mir jetzt lustige Videos angucken. Die der Haushaltshilfe. Helferich. Der Haushaltshelferich. Genau. Der kümmert sich um den Haushalt. Muss ich jetzt mal meine Rechnung bezahlen hier? Geht ja gar nicht. Unsere Rechnung? Vor allen Dingen für das ganze Haus. Ich habe neulich in Sims ein ganz normales Haus gebaut. Da musste ich 8.000 in der Woche blechen. Hier sind es nur 4.000 und wir haben einfach eine riesen, mega Villa. Geil! So, wo waren das jetzt mit lustige Videos gucken, über Gefühle bloggen? Nein, tu das nicht. Das macht man nicht. Nur auf Tumblr. Und ich glaube nicht, dass es Simbler gibt. Ute Binkin-Vampir. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit dem Sensenmann angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Says no one ever. Nee. Aber Ute ist schon... Die kann weiß ich, halt Bescheid. Kann ich den eigentlich einladen? Und wenn mir die Haushaltshilfe nicht gefällt, da und ist so, er. Dann... Boah, mit dem hast du und echt einen guten grünen Balken. Ich kann ihm ein SMS schicken und sowas. SMS ins Jenseits. Der kommt, den packe ich in meinen Angelverein. Geht nicht. Aber ich will, dass der mit in den Angelverein kommt. Ich will, dass der mit mir angelt. Das ist immer die komische, die mit mir ständig essen gehen will. Die hasse ich. Was ist denn falsch mit der? Vielleicht will die Beziehung irgendwie fixen. Warum kann ich denn den da nicht? Warum geht denn das nicht? Weil es der tot ist. Level der 2. Ist tot. Vielleicht jetzt? Nein. Gibt es da irgendwelche Anforderungen für nein. Wie? Karriere tot? Nein. Ach Manu, ich will, dass der Tod mit dem Angelverein ist. Der schnipst einmal, die Fische schwimmen um. Ich glaube, der Tod würde sich selbst umbringen, wäre in einem Angelverein. Hey, mein Angelverein ist voll cool. Ich habe einen. Oh, Aufmerksamkeit niedrig. Klopf an die Scheibe. Spielen, Leckerli füttern. Ach, das ist doch Knuckles, macht deswegen diese Geräusche. Ja. Ja, no, dabei. Ah, zum Glück ist die Zeit vorbei mit VR. Echt? Ist das nicht mehr jetzt cool und so? Nee. Sieht aus, als wäre alles fertig, das macht dann 91 Simoleons. Der war doch nur 2 Stunden hier, die Muschi. Nö, es waren 3, oder nicht? Nee, also knapp 3. Zwei, der geht einfach, das hat einfach mal alles gemacht und geht jetzt. Aber die Kinder machen doch gleich wieder alles weg und ja, kaputt. Echt? Kannst du nicht erst 15 ja. bekommen oder so? Okay, dann lassen wir alles versiffen bis dahin. Oh, last exception. Oh, ich weiß nicht, was das soll und warum das wieder passiert ist. Wie geht's meiner Arbeit? Ich muss mir immer noch witzige Videos angucken. Es tut mir leid, aber das ist extrem wichtig für mich. Baby schläft und dem Rest geht's. Hund muss mal Kacka machen, dann geh mal raus. Das macht er allein. Geh mal hier hin. So. Hopp. Du hast eine Umfrage gemacht wegen irgendwelchen scheiß Waschbären. Kannst du voll vergessen, dass wir die Arschkühe hier kriegen? Das ist eine weiße Nacktkatze. Nee, das ist so eine Rexkatze. Die hat so ganz, ganz kurzes Fell. Die sieht trotzdem nicht schön aus. Tut mir leid, das sieht nicht schön aus. Das sieht aus, als hätte sie diese übelste Verbrennung davon getragen. Die ist voll schön. Nur weil du es gewohnt bist, jeden Tag im Spiegel in den Abgrund der Hölle zu blicken. Kann ich dann genau adäquat sagen, wenn es noch schlimmer wird. Und das ist noch schlimmer. Dieses Kätzchen... Du hast wieder das Recht auf deine Nase verwirkt. Nein. Ich nehme auch das Ohr. Ich nehme das andere Ohr. Ich nehme dir deine Haare weg. Naja, also die fallen ja eh aus, von daher. Oh
Gott. So. Hund geht jetzt raus. Isa hat sich eine Perücke zugelegt. Ich habe ganz viele Perücken, das ist nichts Neues. Das ist übrigens eine. Ich wünschte, es wäre so. Ihr Geschäft erledigen. Kacken, kacken. Oh. Er drückt richtig, ne? Uiuiui. Boah, das war mal ein Megaschiss. Da muss übelst Druck drauf gewesen sein, dass das so ein Meter geflogen ist. Fressen. Was, fressen? Er könnte es fressen, wenn er will. Der Mops, ja. Das, aber seine machen. Blase, hä? Ja, er musste beides. Er musste Pipi und Gacka. Ja, aber Pipi scheint viel, viel mehr zu bringen. Weiß ich nicht, das kommt immer drauf an, was der da muss, ne? Wer hat denn in unsere Einfahrt geschissen? Ja, die Haushaltshilfe ist halt weg. Das bleibt da bis morgen. Nee, ich glaube, die Haushaltshilfe kümmert sich da auch nicht drum, oder? Doch, die macht eigentlich alle. Oh, wie die zusammenschlafen, Sweetie und er. Geht es Jimmy nicht gut? Ich hoffe. Alles klar, oh. Jimmy steckt in der Wand. Auswahl spielen freundlich. Auswahl spielen liebkosen. Wird gefälligst nett zueinander. So, hab ich jetzt meine. Ich hab versucht, immer noch. Du suchst ein paar Stunden. Versuch doch nachzudenken. Jimmy und Benjamin können eine gute Beziehung haben. Aber Benjamin und hier. Wie heißt die Nacktkatze? Sweetie. Nee, da kann ganz gern ganz so platonisch freundlich bleiben. Mit Nacht klaue ich dir die Nase. Oh nein. Und steck sie dir in den Po. Ich muss gerade überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Das ist nicht gut, glaub mir. Was ist das? Glaub mir, riechst du an meinem Pops in der Nacht? Nein. Aber andere Menschen habe ich schon auf diese Art und Weise bestraft. Dementsprechend, die haben sich nicht wohlgefühlt. Die hast du bestraft, indem du ihnen am Pops gerochen hast? Nein, ich die Nase geklaut und in den Arsch gesteckt. In meinen Arsch? Nee, so hart bestrafen will ich sie ja auch nicht. Oh mein Gott. No, spielen. Geht's dem jetzt wieder besser? Wie kann denn deine Zuwendung niedrig sein? Du redest mit dem Hund. Ja, aber der Hund redet in einer ganz anderen Sprache und vielleicht ist sie fremdenfeindlich. Jimmy. Spielen. Vielleicht ist Jimmy einfach übelster Hunderassist. Ich habe immer noch nicht 2 Stunden, guck halt da länger jetzt. Gott, das macht mich fertig. Ist halt ein richtig anstrengender Tag für dich. Ja, ist halt, vor allem, ich gucke auch mal wieder die gleiche Scheiße und ich finde, das ist nicht mal witzig. Ja, vor allen Dingen bewertest du noch mit Sternen. Buffy ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Der Abschluss des Projekts erhöht den schulischen Fortschritt. Uhuhuhu. 2 als gute Note. Das ist nochmal was. Was ist mit Benny los? So, Hunger. Wacht auf, hat Hunger. Buffy, kümmer dich mal. Ich muss lustige Videos noch gucken, Buffy. Mach du mal bitte Essen für Benjamin. Liebesrauschbeeren, genau. Gib Benny aus dem Inventar Liebesrauschbeeren. Benjamin Essen geben. Erbsen. Erbsen? Erbsen. Okay, Erbsen. Ist dein Kind, deine Entscheidung. Ja, unser Kind und Buffy muss ja die Windel wechseln. Ja, Buffy muss sich heute kümmern. Oh, ich hab's geschafft und ich hab Geld bekommen dafür. Sehr gut. So macht man das. Ergibt Sinn. Aber voll. Vom Feinsten ist wie in der Realität. Ja, ist so. Und Knuckles soll mal irgendwas Verrücktes machen. Sonst machen wir doch immer total verrückte Sachen. Ja, Mann. Okay, also, was gibt es dann noch? Was müssen wir dann eventuell aufräumen oder machen? Ich glaube, um die Wäsche kümmern müsste man sich mal. Die ist... Läuft die noch? Nein. Nee. Abräumen und zum Trocknen hinzufügen. Buffy soll ihre Hausaufgaben machen. Ja, die kümmert sich aber gerade erstmal um das Kind. Kind ist schon durch. Nee, Zack. Ist es nicht. Nee. Wird jetzt da reingesetzt. Ne? So, jetzt isst du schön deine Erbsen. Das ist ein Scheiß, ist gar kein Blut, alles kann. Nein, ist gar nicht so schlecht, ist eigentlich ganz süß. Ich hätte jetzt erwartet, dass du es einfach runterschmeißt, so wie er gerade ausholt die ganze Zeit. Ups, ne, es klappt aber. Aber dafür ist hier das Kind zu schlau. Familiäres Bedrängnis. Ich muss einfach nur von dieser Familie weg. Kann ich nachempfinden. Ja, weg.